Freunde. Ich habe heute mal wieder ein Paket von Temu bekommen. Die liefern ja mittlerweile ganz schön zügig, obwohl die eigentlich schon immer ganz schnell waren. Da ich ja nicht zum Plätzchenbacken gekommen bin mit meinen schönen Kürbissen und was ich da alles so hatte, hatte ich mir für Weihnachten schon mal was bestellt. Und dann habe ich mir überlegt, so die Plätzchen, die wir da gebacken hatten, die sind so lecker, die kann man das ganze Jahr über essen. Natürlich nicht ausstechen als Weihnachtsmann oder sowas. Da muss man sich wieder was anderes einfallen lassen und es gibt nichts, was es bei Temu nicht gibt. Also, und das alles für die Preise, die die da haben, das ist Wahnsinn. Also ich zeige euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Das sind so schöne Sachen. Ich habe da jetzt zum Beispiel so einen ganz tollen Butterplätzchen-Teig Weihnachten da gemacht. Und habe ja gesagt, das kann man das ganze Jahr über essen, weil die Plätzchen einfach lecker sind. Und dann habe ich gesehen, gibt es solche Rollen um in den Teig, also den rollst du aus und dann gehst du mit diesen Prägerollen drüber und kannst da ein Muster reinprägen. Da gibt es so verschiedene, ganz viele verschiedene. Man muss sich da halt bloß entscheiden, was man haben möchte. Ich habe mir da jetzt ein paar ausgesucht und dann kann man ein Muster in den Teig reinprägen und dann kann man mit diesen Ausstechförmchen, ich habe jetzt hier quadratische und so längliche, und dann kann man einfach so Butterkekse ausstechen aus diesen geprägten, und dann hast du geprägte Butterkekse. Mach mal dem nächsten Video, ich will die Plätzchen unbedingt wieder haben, weil die so lecker waren. Jeder hat drin gegriffen in die Dose und wollte solche Plätzchen essen. Fand ich cool, ist lecker, und warum soll man nicht das ganze Jahr über Plätzchen backen? Oh. So, und den Teig muss man ja nicht prägen. Man kann auch schöne Ausstecher benutzen und hat mir gedacht, so eine Smileys, die kann man auch das ganze Jahr übernehmen. Ja. Ist auch immer mal ein schönes Geschenk, wenn jemand kommt, so ein kleines Tütchen Kekse. Und Smileys sind doch wohl süß in allen möglichen Formen. Rund, Blume, Herz und Stern. Da machen wir ganz viele Plätzchen jetzt demnächst. Und da ja auch Ostern vor der Tür steht, war ich ganz überrascht oder begeistert, dass es so Ostereier-Plätzchen gibt. Die stichst du dann auch wieder aus mit diesem einen Teil und kannst dich dann entscheiden, welches Muster du da reinmachen willst in dieses Ei praktisch. Da sind jetzt 10 verschiedene Dekore, die man nutzen kann. Also da können wir auch noch schöne Ostereier-Plätzchen machen. Das ist so cool mit Herzen. Blutet Kreuz, weiß ich nur nicht genau. Aber alle anderen kann man super dafür nutzen. Lassen sich da Sachen entfallen, also hätte ich nie gedacht, dass es sowas mal irgendwie gibt. Und ganz zum Schluss habe ich mir dann noch einen Teil mitbestellt. Jetzt weiß ich auch, was der Preisunterschied ist oder vielleicht auch nicht. Der Becher hier ist dieses Mal aus Plastik. Ich hatte mir so ein Teil schon mal bei Amazon bestellt. Da kostet es um die 20 Euro so ein Ding, ich glaube 19 und ein bisschen plus Versandkosten, weil die kommen ja dann noch drauf. Und hier hast du für 6 Euro das Set, ist jetzt ein Plastebecher, aber stört mich jetzt auch nicht weiter. Und dann hast du die ganzen Teile dazu, die es auch bei dem anderen Set gab. So ein Löffelchen hier, Löffelchen, eine kleine Kelle, noch ein größerer Löffelkelle. Dann diese beiden Dinge, da sind ja noch mehr drin als in dem Set, was ich bei Amazon gekauft hatte. Diese zwei verschiedenen Löffel und Spachtel. Dann das Ding, um irgendwas so Nudeln rauszumachen. Hier ist so ja ein Pinsel mit bei. Ein Schneebesen kann man immer brauchen. Und so ja eine Zange. Und das alles in lila. Also weil das in lila aufgeploppt ist da gerade. Bei einer anderen Farbe hätte ich vielleicht ja nicht so geguckt. Aber in lila, das musste natürlich unbedingt noch mit rein. Und für 6 Euro, da kann man nicht verkehrt machen. Nee, also, das ist hier schön. Das ist, selbst wenn jetzt nach einer Weile irgendwann kaputt geht, dann hat man ein bisschen Müll produziert. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe das gleiche Set schon, bloß mit einer Metalldose, und diese Dinger sind jetzt genauso, würde ich sagen, wie meine anderen, und die halten auch schon ewig, die habe ich schon seit ein paar Jahren stehen, und jetzt kann man das so ja in lila, also ist schon cool. Ich finde das ja immer schön, wenn die Sachen, mit denen man arbeitet, schön sind, dann arbeite ich da noch viel lieber mit, sage ich ja jedes Mal, und ich finde, ich habe wieder ganz tolle Teile gefunden, also gibt es nichts zu meckern. Und bei dem Preis wirklich nicht. Temu kennt ihr alle. Ich kann euch Temu nochmal verlinken, auch wenn jetzt wieder welche meckern. Oh, die kassieren nur irgendwelche Daten in. Aber welche Firma kassiert deine Daten nicht in? Das wird heute überall gemacht. Ja, also ich bin zufrieden. Ich habe ein paar schöne Sachen gekriegt. Bleibt also weiterhin neugierig, was wir damit machen. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das sind wieder schöne Teile. Mhm.